Hallo Leute, willkommen bei diesem LS22 Podcast Video. Es gab den Podcast 26, der jetzt übrigens nur noch einmal im Monat kommt. Und ich erzähle euch hier auf Deutsch von dem Podcast, denn der Podcast, also der Podcast vom LS22, der findet immer auf Englisch statt. Und manche von euch verstehen das nicht so gut und darum fasse ich den auf Deutsch zusammen. Und wie üblich war dieser Podcast mit Lisatan, Kermit und Chaki. Und sie hatten einen Interviewgast da und das war Arvid Rinaldo von Volvo CE. Ja, wie ihr euch denken kann, dreht es sich in erster Linie um das kommende Platinum Pack. Ja, und erst gab es die News, und zwar, dass man den kleinen roten Porsche Diesel jetzt für 99 Cent als Mini-DLC kaufen kann. Bisher gab es den nur zusammen mit so einem Modellbau Porsche, und jetzt kann man ihn direkt bei Giants kaufen. Also so ein kleines Oldtimer-Modell, richtig schnucklig. Ja, nebenbei, wenn ihr euch fragt, wo ich hier Weizen ernte und überhaupt, was sieht man hier? Ich lasse immer irgendeine landwirtschaftliche Tätigkeit im Hintergrund ablaufen, damit ihr auch was zu gucken habt, während ich euch vom Podcast erzähle. Und heute sind wir auf meiner neuen Karte Hinterland, die es jetzt schon zum Testen gibt, die aber noch nicht fertig ist. Und über die Hinterland gibt es ein extra Video, wo ich das vorstelle und wo man sich die runterladen kann. So, weiter geht's mit dem größten Teil von dem Podcast. Und zwar hat erstmal der Kermit eine ganze Menge über die Platinum Expansion erzählt. Und zwar im Wesentlichen Sachen, die wir im Laufe der letzten Wochen schon als Blogbeiträge gekriegt haben. Darum kann ich das ziemlich knapp zusammenfassen, denn über alles habe ich auch schon extra Videos gemacht. Also die Platinum Expansion kommt bald, nämlich am 15. November. Und auf der Farming Simulator Webseite gibt es ganz viele Infos dazu. Man kann unter anderem Bäume markieren in vielen Farben und mit vielen Symbolen. Es gibt neue Missionen mit toten Bäumen und Felsen. Überhaupt kann man Felsen zertrümmern. Es wird Seilwinden geben, Seilkräne und Container und Möglichkeiten, 240 Bäume auf einmal zu pflanzen. Und das sind jetzt erst die Sachen, die wir schon erfahren haben. Ich denke mal, da kommen noch ein bisschen was dazu. Dann gab es ein Interview mit dem Arvid Rinaldo von Volvo CE und der ist so eine Art Community Manager bei diesem Volvo Construction Equipment, also ist tätig in der Marketingabteilung und macht Partnerschaften und war auch federführend bei der Integration von Volvo in den LS22. Und er hat gesagt, sie haben einige ihrer Lieblingsmaschinen in den LS22 gebracht und darüber ist er sehr froh. Und es ging ihnen dabei natürlich um Maschinen, die zum Pack-Thema passen, also ja, Forst und so weiter. Und einige ikonische Maschinen haben sie auch reingebracht, zum Beispiel den Radlader L200H, und der sehr gut für den Baumstammtransport geeignet ist. Und besonders gut sei auch die zweite Kralle innerhalb der großen Kralle. Und die ist sehr nützlich, wenn man nicht so viele Stämme hat oder einfach, um nochmal etwas fester nachzugreifen. Dann hat der Chaki gefragt, ob noch mehr Volvo-Maschinen in den LS22 kommen. Und darauf gab es keine konkrete Antwort. Aber der Arvid hat erzählt von seinem schönsten Tag bei Volvo. Als ein anderer Marketingmensch zu ihm kam und hat gesagt, die hätten jetzt bei den Google-Anfragen, war das glaube ich, einen riesen Anstieg gesehen bezüglich Volvo CE, das ist diese Construction Equipment Abteilung von Volvo,
so viele Suchanfragen dazu hätte es noch nie gegeben und ob er sich das erklären könne. Und dann hat er gesagt, naja, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass gerade angekündigt wurde, dass Volvo in den LS22 kommt. Und dann haben sie sich alle super gefreut, weil das ein riesengroßer Marketingerfolg für Volvo CE war. Und ob das eine Antwort ist auf die Frage, ob künftig noch mehr Volvo-Maschinen ins Spiel kommen werden, ich würde sagen, warten wir mal ab. Ja, und dann hat er auch noch von einem anderen tollen Moment erzählt, und zwar, es hat ihm sehr viel Spaß gemacht, als Giants oder Giants-Mitarbeiter in das Museum von Volvo gekommen sind, um alte Maschinen für den LS vorzubereiten, weil für die gibt es keine CAD-Daten, die man einfach so durchs Internet schicken kann. Und sondern die sind dann gekommen und haben alles genau vermessen und so weiter, damit das möglichst realitätsgetreu ins Spiel kommen kann. Und wir wissen ja schon, da kommt der alte Traktor und so weiter. Und es kommt noch ein neues Gerät rein, das wir bisher noch gar nicht kennen, von dem wir noch gar nicht gehört haben. Und das jetzt sozusagen im Rahmen von diesem Podcast enthüllt wurde. Und zwar den Gravel Charlie. Also sowas wie Schotter Charlie. Und auf Schwedisch wurde das Ding Gruskalle genannt. Und das ist im Prinzip wie eine Art Traktor, wo man das Hinterteil abmontiert hat und stattdessen einen fest verbauten Anhänger draufgesetzt hat. Der, hier sieht man ein Bild von dem. Der Arvid hat auch noch gesagt, articulated. Und articulated wird normalerweise benutzt für Fahrzeuge, die die Knicklenker sind. Also ein articulated Tractor ist ein Knicklenker-Traktor. Ob dieses Ding jetzt wirklich ein Knicklenker ist, weiß ich nicht. Soweit will ich mich nicht zum Fenster rauslehnen. Ich weiß nur, er hat das Wort articulated benutzt. Und ja, dieses Gerät kommt auch in den LS, in das neue Pack, in die Platinum Edition und Expansion. Und das wurde von Volvo erfunden in Schweden, diese Art von Fahrzeug, und zwar 1966. Da war ich 4 Jahre alt. Das ist also schon sehr, sehr Großmutter-like, dieses Gerät. Oder Großvater-like. Ja, und das ist ein besonders wichtiges Gerät, auf das sie sehr stolz sind, weil sie halt selber auf die Idee gekommen sind, praktisch bei einem großen Traktor einfach hinten einen festen Kipper draufzusetzen für Bauarbeiten aller Art. Und insgesamt hat es Volvo super viel Spaß gemacht, die ganzen Maschinen in den LS zu bringen und die Zusammenarbeit mit Giants und so weiter, und sie freuen sich daher auch schon sehr auf dieses Expansion Pack. Das war's dann schon. Der nächste Podcast kommt dann Ende November. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.